Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner und willkommen zum neuen Video. Heute sitzen wir in einer gewohnten Umgebung, und zwar bei mir im Esszimmer. Johannes Lukas ist zu Besuch und heute gibt es eine kleine Challenge für ihn. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich ein bisschen Eis verkosten lasse, und zwar blind. Das Ganze, er wird mit einer Augenbinde verbunden und er muss dann erraten, welche Sorte bzw. welche Marke sogar das Eis hat. Ehrlich, die Marke auch? Ja, wir werden mal schauen, wie schwer es ist. Aber pff, okay, also ist Geschmack reicht ja schon, oder? Ja, wir bleiben jetzt mal beim Geschmack. Wie viel muss ich schaffen? Wir haben 8 Eissorten, ich würde mal sagen 6. Schlecht. Aber genauer raten die Sorte. Okay, Sorte, das ist schon ein Challenge auf jeden Fall. Was kriege ich denn, wenn ich die Marke noch errate? Kriege ich dann irgendwann einen Bonus? Keine extra Gains? Gibt's nicht. Dann gibst du mir auf jeden Fall nachher ein Essen aus, dann kochst du nachher. Wenn du es nicht schaffst, ja? Habe ich mir schon überlegt, hast du extra eine rote Leggings mitgenommen, hast du mir erzählt, für geile Insta-Picks. Werden wir ein bisschen in den Prater gehen. Ich wusste, dass wir eine Challenge machen und ich würde mir irgendeine schöne Strafe einfallen lassen, die so richtig schön blamieren. Werden wir in den Prater gehen und Johannes wird diese schöne rote Leggings anziehen. Und für alle, die einmal wissen, was der Prater ist. Was ist der Prater? Das ist so wie, keine Ahnung, wie sagt man in Hamburg? Rummel. Genau. Rummel, Kirmes. Rummel, Kirmes, sowas in der Art. Ne? In der pinken Hose, Leggings. Genau. Ich darf was oben drüber ziehen, oder nicht in die Oberkopf. Nee. Darfst du den Schal anziehen. Ich würde sagen, wir holen mal das Eis. Was? Aber wenn er es nicht schafft, muss ich einfach die Augen verbinden. Los, verbinde. Stimmt. Ja, sonst muss ich nachher hören, auch wenn selbst ein Schnitt nachher drin ist, muss ich nachher anhören, dass das nicht hier echt ist. Aber das ist wirklich echt. Vor allem, ich will das Spiel, die Challenge gewinnen. Ist doch, ich mach das nicht einfach so, weißt du? Ja. Verdammt. Aber was ist denn, wenn ich das schaffe? Dann gehst du in der Pinken. Vielleicht. Ja? Vielleicht. Das ist die vielleicht. Du musst auch was einlesen. Was schaffst du, das wird ausgedacht im Kopf. Jetzt muss ich gerade an Thomas Gottschalk denken, bei Wetten, dass der den Leuten immer mit der Hand vor den Kopf rumgefuchtelt, eine schnelle Bewegung gemacht, um zu testen, ob die auch was sehen. Aha. Das wäre jetzt theoretisch dein Job. Okay. Und wenn ich reflexartig zurückziehe, dann weißt du, dass ich was sehen kann. Ich glaube, es ist ganz gut. Hier, kommt mal mit, ich hole jetzt mal das Eis. Wir sind jetzt mal im Keller, ich habe ordentlich Eis angekühlt. Und was der Johannes nicht weiß, hat zweimal ein Spezialeis selbst gemacht. Einmal eklig, einmal geil. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches eklig ist, aber ich glaube das Remake davon seht ihr jetzt im Video oder in meinem Vlog. Hier habe ich auf jeden Fall mal ein paar Sorten gekauft. Wenn ich alle rausbekomme. So, wo ist der Rest? Da haben wir noch was. Ein paar vegane Sorten haben wir am Start. Als kleine zusätzliche Challenge kann ich ihn auch fragen, ob er glaubt, dass es vegan ist oder nicht. Vielleicht errät er sogar, aber wie viele haben wir jetzt? 2, 4, 6, 8, okay, passt. Sind alle? Ich bin ganz aufgeregt. Auf einmal weiß ich gar nicht mehr, welche Sorte überhaupt, wie die alle heißen, und ich weiß gar nichts mehr. Ich bin unter Druck. Verdammt. Und mal sehen, ob er überhaupt, was er für Sorten gekauft hat. Wahrscheinlich hat er, so wie ich Paul kenne, hat er gespart. Sparfuchs, irgendeine eigene Sorte, irgendwas. So, hier nochmal das erste Eis. Direkt Spezial. Aha, Spezial. Das ist ein Spezial. Du hast nur die Billigsorten genommen, ich könnte drauf wetten. 100 Pro. So, Konsistenz sieht schon mal gut aus. Habe ich mir, du darfst ja nicht spoilern. Du darfst eigentlich gar nichts sagen. Ja, ich sage auch nichts. Sonst sagt jeder, ja, du hast dir mal Hinweise gegeben. Da nimm mal einen Löffel. Ja, komm. Oder ich fütter dich, okay? Ja. Oh, das war auf jeden Fall geil, Mann. Oh. 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 Alter Lachs. Oh. Ey, das ist gar nicht so einfach. Ja, wenn man es nicht weiß. Man unterschätzt das. Ich hab mich geübt. Fuck. Bist du noch ein Löffel? Ja, ja. Ja. Oh, die Konsistenz ist so Porno. Also entweder ist... Oha. Aber ich kenne es. Warte mal, ich schwanke, es ist noch nicht, gilt noch nicht, ne? Ich schwanke irgendwo zwischen Karamell. Ja, Karamell. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall Karamell. Aber salzig ist es nicht. Vanillekaramell. Vanillekaramell? Ja. Okay. Nächstes Eis. Du sagst doch gar nicht, ob es richtig war. Oh, naja. Du bist ein Hund. Was will das? Da weiß ich ja gar nicht, wo ich stehe. Da habe ich ja keine Motivation mehr. Du bist doch nur ein Pit. Legend sehen.
nochmal, ich hab was. Das ist kein normales Eis. Das ist kein normales Eis. Das ist Mango. Wie heißt die Marke? Es ist auf jeden Fall ein Proteineis. Okay. Mango Sorbet, ich glaube, es ist mal. Ja, das ist, pass auf. Wie heißt denn die verdammte Marke? Das haben wir auf dem World Fitness Day auch gegessen. Gut möglich. Ja, Mann. Fuck, ich komme nicht auf den Namen. Aber ich komme noch dreifach drauf. Auf jeden Fall ist es ein Mango-Protein-Eis. Gut. Da gibt es auch eine andere Sorte, die heißt Schokolaka. Ich werde jetzt mal das nehmen. Wieder für unsere Freunde. Ja, egal, einer habe ich. Hey, boah, schmeckt das so geil, ey. Oh, ich hab den Hunger. Boah, die Konsistenz von dem ist echt gut. Du, oh ja. Irritier mich nicht, ich sag einfach gar nichts. Marzipan? Boah. Marzipan. Ja. Ich sag jetzt einfach mal Marzipan, ich hoffe, okay. Es reicht. Auf jeden Fall ganz klar. Boah, das war kein Protein-Eis. Ich sag mal nichts dazu, ne? Das natürlich nicht. Okay. Jetzt haben wir noch mal was anderes. Nehmen wir das mal. Ich esse lieber viel Eis mit weniger Kalorien als ein Eis, wenig Eis mit viel Kalorien. Wo bist du? Gleich. Ich will noch nicht, gilt noch nicht. Ich sage Erdbeer, gib mir noch einen. Ja. Aber es könnte Sorbet sein. Na. Es könnte ein Sorbet sein. Ich brauche noch mehr. Ja. Ja. Ja, warte. Und merkst du, wie mit dir. Ich habe schon im Pavlovschen Reflex. Mir läuft das Wasser runter. Es ist gleich leer. Aber echten Fruchtstücken. Und sogar mit diesen Erdbeerkrümeln. Echt? Ist es das, was ich auch esse, diese aus einer länglichen Packung? Ich weiß nicht, ob es eine Mese ist. So eine ovale Packung? Nein. Nee? So? So nicht? Ja. Aber es ist auf jeden Fall Erdbeer. So. Nur Erdbeer? Nochmal. Guck mal, den Mickey Mouse Löffel immer. Ja, ja. Sag mal, so zimperlich. Also, ich tierst mich frei. Ich brauch mehr, das muss im Mund richtig aufgehen. Das gibt's ja wohl nicht. Komm, jetzt mach mal voll den Löffel. Geil, Löffel. Hm? Wow! Ja, ich bleib bei Erdbeeren. Ja. Okay. 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 Warte mal, riecht schon. Riecht nach Schoko? Ja, willst du mich verarschen oder? Warum? Du bist ein Penner. Was? Das ist Erdnussbutter. Nein. Hundertprozentig. Das ist keine Erdnussbutter. Das ist Eis. Aber man, es riecht ja nach Erdnussbutter. Auf jeden Fall ist es Erdnussbutter. Was soll das für ein Eis sein, bitte? Puh, aber ja. Es ist wirklich Eis. Aber es ist wie, es war kalt gerade. Ja, willst du noch einen? Ey. Und ich knall mir hier die Kalorien rein, oder? Die kann ich nachher nicht mehr essen. Noch mal nicht so viel. Jetzt spar doch, Mann. Digga, das ist... Ich schwöre, hast du da Erdnussbutter mit reingemischt. Schmeckt das? Ja, sicher schmeckt. Aber das ist Eis mit Erdnussbutter gemischt. Du Hund. Okay. Deswegen kann ich es auch nicht reinlassen. Ich würde am besten das Ding abmachen und gucken, ey. Ohne Scheiß, Mann. Ja, das ist Verarsche hier. Das kann keiner. Das ist ein Eis gemischt mit Erdnussbutter drüber geschmiert, reingekriegt. Ja, Erdnussbutter-Eis vielleicht. Gibt ja Erdnuss-Eis. Also, das ist schon sehr, sehr Erdnussbutter-lastig.
hätte nach purer Butter geschmeckt, wenn du mich fragst. Ich kann falsch liegen, aber vielleicht täusche ich mich. Aber ich, also vom Gefühl, nee. Ich hoffe, du hast die Kalorien noch getrackt. Ja, klar. Ach, komisch, dass ich es vorher nicht gehört habe, wie du das Ding abgemacht hast. Mhm. Hast du aber bis jetzt noch bei keinem gehört. Nee, stimmt. Mhm. Mhm. Okay. Das ist so wie mein Eis. Wow. Pistazie. Mach mal. Warte mal. Ey. Auf jeden Fall ist es irgendeine Eigensorte. Das habe ich noch nie gegessen. Könnte ich wetten. Ja, da sind auch kleine Stückchen drin. Das ist Pistazie. Pistazie. So, fertig. Okay. Ich bin so gespannt, ob ich richtig liege, Mann. Das sind gerade. Okay, was nehmen wir jetzt nochmal? Nehmen wir jetzt mal von denen Vanille. Wie haben wir jetzt eigentlich? 5, 6? Wir haben jetzt 6. Glaube ich. Und wieder mit anziehen. Ja, ich schwöre. Ey, weißt du was? Ist es ein Oppo? Nee. Aber es könnte Oppo sein. Oppo Vanille. Krass. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall. Könnte sein. Also auf jeden Fall ein Vanilleeis mit sehr wenig Kalorien, weil ich schmecke wenig Zucker und wenig Fett. Auf jeden Fall. So, wir haben jetzt 7 Eis getestet. Jetzt kommt das allerletzte. Lass uns auch kurz in den Mikro sagen, zu hart. Immer wenn die Mikrowelle kommt, ist verarsche, 100% nicht. Erzähl mir doch nichts. Du liegst falsch, Johannes. Natürlich. Das letzte Mal war Erdnussbutter. Das war Erdnussbutter-Eis. Ja, ich schluck runter! War wie das Eis dabei? I, und das Salz da mit rein! Du! Ist kein Salz drin. Natürlich! Nein! Es erinnert mich an den. Oh, meine Frau hat mich mal geprankt. Das war genauso eklig, Mann. Ja, das war ja wohl nichts, Paul. Den hab ich gut auf jeden Fall. Ne? Mehr rette ich Eis. Ist auch klar. Ja, das Gute, mehr rette ich Eis. Mehr rette es nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eins. Das riecht aber kaum Schlager, ey. Müssen wir auch kurz in die Mikrowelle geben. Ich gehe fest vor den Tisch und den kleinen Schlagwelle machen. Ich schneide auf keinen Fall auf. Du nimmst natürlich nicht in die Mikrowelle. Ach komm, wieder Mikrowelle. Mann. Das ist bestimmt, weil du irgendwas verwirschen willst oder so. Ja. Ja, ja. Ey, bitte, aber Paul, nicht normal. Okay. Wirklich nicht. Ja. Das ist für die Zuschauer auch nicht mehr lustig, weil. Ja. Ist einfach nicht lustig. Ich hab jetzt einen Schlaf. Mach einen schönen Abschluss, Paul, bitte. Mal schauen. Mir wird auch ein bisschen schlecht gerade. Dann ist das gut für dich. Ja, oh Gott, bitte, ey, Paul. Paul, lass mich erst riechen. Du lachst schon so blöd. Ey, lustig ist.
jetzt geht's wieder. Ist doch wieder Mango oder was? Nee, das ist Erdbeer. Das ist nochmal Mango. Hast du mich? Gib mal nochmal. Das ist nochmal das gleiche, was wir vorhin hatten. Mann! Ich bin so gierig. Schmeckt ein bisschen mehlig. Ich tippe wieder auf Mango-Protein halt. Ich würde sagen, es ist Zeit für die Auflösung. Ach, was passt nicht alles mit den Jugendlichen heutzutage, ne? Aber es ist wirklich spannend zu sehen, was passiert, wenn einem das Augenblick steht. Also jetzt haben wir mal alle Eissorten hier aufgetischt. Es gibt noch Spezialfragen. Okay. Und zwar, was glaubst du, wie viele Protein-Eis waren dabei? Naja, also Low Calorie, also es waren drei Sorten mit sehr wenig Kalorien. Ob jetzt das Protein dominiert, kann ich so nicht sagen. Okay. Aber es war auf jeden Fall Low Protein mit dabei. Das heißt, unter 100 Kalorien auf 100. Okay. Wenn es das Vanille Oppo tatsächlich Oppo war, dann hat es genau 75 Kalorien auf 100. Ja, da kann man viel vergessen. Das Mango Sorbet oder das Mango Protein-Eis, was ich glaube zu erkennen, hat auch so um die 80, 82, glaube ich. Und dann haben wir noch Erdbeer und das war halt so Sorbet-lastig. Das wird auch knapp unter 100 haben, so 90, 92, das tippe ich jetzt einfach mal. Aber es war, also wenn wir jetzt Oppo als Protein-Eis bezeichnen, dann war es Protein-Eis, aber es war Low Calorie. So was glaubst du, wie viele waren selbst gemischt? Mehr hätte ich dir dazu? Ja. Dann waren es, glaube ich, zwei oder drei, bin ich mir nicht ganz sicher. Den Sack. Wie viele waren vegan? Oh, vegan auch dabei. Ja. Na gut, Erdbeersorbet hätte vegan sein können. Ja, Erdbeersorbet müsste vegan gewesen sein. Mango, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das vegan ist. Aber eins war auf jeden Fall vegan. Okay. Also ich sage, wir machen jetzt mal Auflösung nach der Reihe. Ey. Da, wo du dachtest, dieses... Darf ich meine Binde jetzt abnehmen, oder was? Ja, okay. Ja, los. Offiziell. Ja, offiziell. Ja? Ah! Bei dem dachtest du, das ist Pistazie. Oh, Toffee. War Mandel, Toffifee, ist falsch. Oh, die hieße Frozen das, Power. Frozen Power Vanille, war richtig. Ja, aber ist nicht Oppo, aber schmeckt genauso. Dann das Mango, war auch richtig. Schmeckt auch wie Oppo, die haben diese... Ich schwöre, die haben denselben Lieferanten, denselben Hersteller. Voll entlarvt. Voll Mango entlarvt. Dachtest du, es ist dasselbe. Ah, war ein anderes, ja. Aber schmeckt genauso, ich schwöre. Das, was war das letzte? Welches war das letzte? Was war das letzte? Das hat mediger geschmeckt etwas, das schmeckt etwas fruchtiger. Okay, das hast du auch richtig, haben wir schon mal vier richtige. Das war die Meerrettichmischung. Ey, du hast pur Meerrettich reingemacht, oder was? Das ist Creme, Sojasauce, Topfen. Ja, es hat auch quarkig geschmeckt. Und Kanisin, Süßstoff. Und das? Das war Erdnussbutter, Quark und Vanille-Flashtops. War geil, oder? Ja, war nicht so schlecht. Hat sehr, sehr Erdnussbutter-mäßig technisch geschmeckt. Aber man muss leider sagen, die drei Veganer sind alle falsch. Da, ich weiß nicht, worauf du da getippt hast. Haselnuss, klar, stimmt, Haselnuss. Da hab hast ich du auch auf irgendwas anderes getippt. Pistazie habe ich gesagt. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall. Hast du gesagt. Ernsthaft jetzt? Ja. Was sagt der Kameramann? Du hast da Pistazie. Gesagt, das ist Erdbeer. Bei dem letzten Toffee hast du Erdbeermohn, ja. Das Mohn muss man schmecken. Ach, das waren die Stückchen, von denen ich dachte, das wären Erdbeerstückchen. Ja, wahrscheinlich. Krass. So, ich würde sagen, wo ist denn der Löffel? Ich will jetzt erstmal hier nochmal mit Augen aufgucken, essen. Mmh. Wie viele Kalorien haben wir jetzt hier? Auf 100? 267 Kalorien. Alter Lachs, ey. Hier haben wir relativ wenig. Ja, ja. Das ist vegan, oder auch 140 sogar. Mmh. Boah, habe ich das eigentlich gewonnen? Scheiße, nee. Drei waren falsch. Ja, Moment. Moment. Ja, alle die. Die kleinen aber, waren alle falsch. Ja, aber du hast mich ja hier. Ja, die habe ich nicht dazu gezählt. Ach so. Ich glaube, es wird Zeit für die Bestrafung. Und da sehen wir uns auch gleich. Wir essen jetzt noch ein bisschen weiter. Oh, weia. Also Johannes steht gerade da in Unterhose, im Mäcki. Das wird knapp bei der Hüfte. Das ist eine Männer-S. Höchstens.
Also der Kassierer, der Herr Kollege, hat schon ganz komisch geguckt. Ja komm, geh mir raus, oder? Wichtig ist immer selbstbewusst schauen. So tun, als würde man das gerne machen und gut finden. Huch du! Challenge jetzt mal vorbei oder was? Ja, gehen wir noch ein bisschen, würde ich sagen. Ist ja lustig. Wir schauen schon ein paar Menschen, muss ich sagen. Wie fühlst du dich so? Oh, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ja, auch, mir auch. Ja? Oh, ja. Und immer noch keine Challenge? Ja. Noch immer. Komm, schön Händchen halt. Aber man muss sagen, die Smilodogs-Leggings sind groß geschnitten, oder? Die passen auf jeden Fall auch mir. Ich werde die zum Training jetzt immer tragen. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, Challenge. An dieser Stelle reicht es eigentlich auch schon mit Johannes. Ich will jetzt nicht länger angehupt werden und angeschaut werden. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Gebt nämlich einen Daumen nach oben. Schaut bei Johannes vorbei und schreibt in die Kommentare, was wir für nächste Challenges machen sollen. Wir sind raus. Geht jetzt Sushi essen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schnell die Hose ausziehen. Tschüssi.